Kapitel 2.2 Schirk in Al-Asma wa Sifat. Polytheismus in den Namen und Eigenschaften. Schirk in dieser Kategorie schließt zweierlei mit ein. Zum einen die allgemeine Praxis der Polytheisten, Allah die Attribute seiner Schöpfung zuzuschreiben, und zum anderen die Übertragung der Namen und Eigenschaften Allahs auf seine eigene Schöpfung. Kapitel 2.2.1 Schirk durch Vermenschlichung. In diesem Aspekt des Schirk in Al-Asma wa Sifat werden Allah die Gestalt und die Eigenschaften von Menschen oder Tieren gegeben. Aufgrund der Überlegenheit des Menschen über die Tiere wird von den Götzendienern eher die menschliche Gestalt bevorzugt, um Gott in der Schöpfung darzustellen. Infolgedessen wird das Abbild des Schöpfers oft in Gestalt eines menschlichen Wesens, welches die physischen Merkmale seiner Verehrer aufweist, gemalt, gestaltet und geschnitzt. Beispielsweise beten Hindus und Buddhisten zahllose Götzen an, die Ähnlichkeit mit einem Asiaten aufweisen, und sehen diesen als Erscheinungen Gottes in der Schöpfung an. Die Christen sehen heutzutage in Jesus eine Inkarnation Gottes. Sie glauben daran, dass der Schöpfer zur Schöpfung geworden sei. Hierin liegt ein weiteres Beispiel für diesen Aspekt des Schirk. Im Laufe der Geschichte malten viele sogenannte große christliche Künstler Bilder von Gott. Michelangelo, gestorben 1565, stellte an der Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan Gott als alten, nackten, europäisch aussehenden Mann mit langem weißem Haar dar. Diese Bilder wurden von der christlichen Welt mit höchster Achtung geschätzt. Kapitel 2.2.2 Schirk durch Vergötterung. Diese Form des Schirk in Al-Asma wa Sifat bezieht sich auf jene Fälle, in denen erschaffenen Wesen oder Dingen die Namen oder Eigenschaften Allahs gegeben werden. Beispielsweise war es bei den alten Arabern Brauch, Götzen anzubeten, deren Namen sie von den Namen Allahs ableiteten. Ihre drei Hauptgötzen waren Al-Lat, abgeleitet von Ilah, Al-Uzza, abgeleitet von Al-Aziz, und Al-Manat, abgeleitet von Al-Mannan. Zur Zeit des Propheten Muhammad, Frieden und Segen seien auf ihm, gab es in der arabischen Region Yamama auch einen falschen Propheten, der sich den Namen Rahman zulegte, mit dem allein Allah bezeichnet wird. Unter den schiitischen Sekten gibt es die syrischen Nusayrier, welche glauben, dass Ali ibn Abi Talib, der Cousin und Schwiegersohn des Propheten Muhammad, eine Erscheinung Allahs sei. Aus diesem Grund schrieben sie ihm auch viele Eigenschaften Allahs zu. Daneben gibt es auch die Ismailis, die ihren Führer Aga Khan für eine Inkarnation Gottes halten. Ebenfalls unter dieser Kategorie zu nennen sind die Drusen aus dem Libanon, die den fatimidischen Kalifen Al-Hakim bi-Amrillah, gestorben 1021 nach Christus, als letzte Erscheinung Gottes unter den Menschen ansahen. Die Behauptungen mancher Sufis, wie Al-Halaj, der etwa aus dem 10. Jahrhundert stammte, sie seien mit Gott eins geworden und damit zugleich eine Erscheinung des Schöpfers in der Schöpfung, fallen ebenfalls unter diesen Aspekt des Schirk in Al-Asma wa Sifat. Gegenwärtige Spiritualisten und Wahrsager wie Shirley MacLaine, J.Z. Knight und andere erheben für sich oft den Anspruch, eine Gottheit zu sein. Albert Einsteins Relativitätstheorie, Energie und Masse sind äquivalent, die in allen Schulen gelehrt wird,
ist in Wirklichkeit auch ein Ausdruck des Schirk in al-Asma wa Sifat. Diese Theorie besagt, dass Energie weder erschaffen noch zerstört werden kann, sondern sich vielmehr in Materie transformiere und umgekehrt. Im Islam sind jedoch Materie und Energie gleichermaßen erschaffene Dinge, die von Allah auch wieder zerstört werden. Allah sagt: Allah ist der Schöpfer aller Dinge und er ist der Erhalter aller Dinge. Surah Az-Zumar, Vers 62. Und er spricht: Alles, was auf Erden ist, wird vergehen. Surah Ar-Rahman, Vers 26. Die Relativitätstheorie impliziert, dass Masse und Energie ewig sind, ohne Anfang und Ende. Von ihnen wird angenommen, dass sie nicht erschaffen sind und sich von einem Zustand in den anderen wandeln. Nicht erschaffen worden zu sein, ist jedoch etwas, das nur von Allah gesagt werden kann. Nur er allein ist ohne Anfang und ohne Ende. Darwins Evolutionstheorie ist ebenfalls ein Versuch, die Entwicklung des Lebens und seiner Formen aus lebloser Materie ohne den Eingriff Gottes zu erklären.